Und jetzt fangen wir da an, wo ich frei arbeite. Ja, genau. Genau, und das ist auch das Problem. Das kommt jetzt auch so. Jetzt muss ich, läuft es jetzt wieder, oder? Es läuft jetzt, ja. Okay, alles klar. So, jetzt bin ich in der Situation, dass ich frei arbeite. Und auf der einen Seite hat man plötzlich das Gefühl, oh ja, da öffnet sich eine neue Perspektive, die ich mir immer gewünscht habe. Auf der anderen Seite schiel ich quasi zu diesem alten Theater zurück, mit dem ich ja quasi 22 Jahre verheiratet war. Ja. Und denke, ah, jetzt bist du da rausgeflogen. Und jetzt kommt das Dritte. Das ist der eigentliche Grund. Dieses Nichtwissen, was kommt, das löst in mir manchmal wie so eine Panik aus. Also so ein, ich würde sagen, so eine leichte Panikattacke, leichte Schübe, wo ich plötzlich merke, mir wird es eng im Körper, es wird, mein Herz fängt an schneller zu schlagen und dann gehe ich in die Aktivität, dann gehe ich, ich muss mich bewerben und dann denke ich, um Gottes Willen, dass ich stehe teilweise wirklich früh auf, um 7:30 und bin abends 23 Uhr, 24 Uhr fertig und habe aber nicht das Pensum geschafft, was ich schaffen wollte, an Bewerbung, jetzt ist Corona, das ist auch eine schwierige Zeit an Theatern, jetzt Jobs zu finden. Jetzt ist mein Vater, und jetzt kommen wir zu dieser Vaterlinie auch, zu dieser Großvater. Jetzt ist mein Vater, der war Ingenieur, Elektroingenieur. Er hat sich in demselben Alter, wie ich bin, hat er sich nochmal selbstständig gemacht. Weil er auch quasi gewisse manische Züge hat und meint, ja, er müsse jetzt nochmal quasi das selber machen, auch das Geld selber verdienen und auch nochmal eine neue Erfahrung machen. Und ist damit ganz schön, wie soll ich denn sagen, gescheitert. Und zwar gescheitert nicht im Sinne, dass er keine Aufträge hätte, sondern es hat auch eine Zeit gebraucht, bis er Aufträge bekommen hat, sondern er hat quasi Tag und Nacht gearbeitet. Er hat keine Aufträge mehr abgelehnt. Er war nach 10 Jahren so ausgebrannt, dass er quasi einen ersten Selbstmordversuch gemacht hat. Also er lebt noch. Mein Bruder, der ist 2,5 Jahre jünger als ich, der André, der hat über 20 Jahre als freier Fotograf gearbeitet. Und er hatte ähnliche Panikattacken und ähnliche Panikschübe, die ich quasi jetzt im Kleinen habe. Ich glaube nicht, dass die so massiv sind, aber sie sind da. Und hat deshalb auch lange nach einer Festanstellung geguckt und hat mir auch immer geraten, fest am Theater zu bleiben, weil das ja was eine gute Sicherheit ist. Er ist jetzt mittlerweile Dozent für Fotografie, arbeitet aber wie panisch weiter. Und diese Panik und diese Angst ist für mich auch quasi jetzt, also sehe ich als Chance, das zu untersuchen, als Freischaffender. Also es geht jetzt, ich könnte ja jetzt auch versuchen und sagen, ich muss wieder in ein festes Engagement. Das gibt mir Sicherheit, egal wo. Ich lebe zwar, wir leben hier in Esslingen, aber die Familie, die Kinder sind jetzt groß. Wenn ich jetzt in Koblenz oder in Trier ein festes Engagement kriege, dann gehe ich jetzt dahin. Aber dann würde ich ja auch etwas, was ich seit Jahren versuche zuzudecken, auch wieder wegpacken. Vielleicht ist das auch irgendwann gut. Aber im Moment habe ich den Eindruck, das ist auch eine Chance, sich diese Angst anzugucken. Was ist das denn für eine... Weil in mir drin habe ich auch ein ganz tiefes Vertrauen. Und wenn ich mich so zurücklehne, in mich selber zurücklehne, und dann denke ich, Ralf, auch die Leute um mich herum, die sagen, du bist ein super Schauspieler, du wirst wieder was finden, es ist überhaupt kein Ding. Du bist gesund. Und wenn ich mich so zurücklehne, dann komme ich in ein ganz tiefes Vertrauen und denke, ja, das wird schon. Da kommt was. Es ist doch schön, dass du diese Verbindung nicht verloren hast. Und es kann aber sein, dass diese Verbindung immer wieder gestört wird und ein so ein Störfaktor oder Stressor könnte tatsächlich das Schicksal von diesem Großvater sein. Genau, und jetzt noch eine kleine andere Sache, was noch dazu kam, ist, dass ich glaube auch, dass ich quasi ein traumatisches, also ich bin ja öfters zu dir gekommen und habe auch immer diese Selbstanteile wieder für mich gesammelt und war danach, nach dieser Aufstellung auch so wie mit 7 Meilenstiefeln unterwegs und dann hat sich das wieder, wie soll ich denn sagen, ja, also Als ob ich die Verbindung zu meinem kleinen Selbst wieder verliere. Und ich glaube, dass ich bin mit 6 Monaten, nur das zur Information, ich bin mit 6 Monaten in eine Kindertagesstätte gegeben worden.
und bin erst mit 3 Jahren aus dieser Kindertagesstätte wieder rausgeholt worden. Das ist auch ein Thema, was ich mit meiner Mutter viel besprochen habe, was ihr auch sehr leid tut. Sie beschreibt das so, dass ich da wie am Spieß geschrien hätte, als man mich da abgegeben hat als Kind. Und das ist auch das, was ich sozusagen als Grundgefühl habe, dass ich schreie, aber die Leute hören mich nicht. Okay. Also es gibt sozusagen 2 mögliche Traumen, die jetzt eine Rolle spielen könnten für deine jetzige Situation. Das ist einmal, das könnte man sagen, sein frühes Verlassenheitstrauma, da in dieser Kindertagesstätte. Ja. Oder ist es das Thema von diesem Großvater, der Stirnkrank überlebt hat. Und wir könnten uns versuchen, da mit dem Format des blockierenden Elementes dem zu nähern. Da finden wir nämlich das Thema heraus, was tatsächlich im Augenblick blockiert. Und da können wir doch gleich anfangen. Gut, dann stelle ich das jetzt mal hier hoch. Moment, gibt das mal gerade so, dass ich muss. Moment. Da sieht man, dass die Autonomiewerte, die könnten um 10 Punkte besser sein, oben A, B, C. Und hohe Werte gibt es für Dominanz, das heißt eine Tendenz in fremden Räumen sich nützlich zu machen. Und zur Selbstabwertung, Selbstdestruktion, da sind auch hohe Werte bei F. Dem werden wir dann begegnen in der Arbeit. Wunderbar. Dankeschön. Kannst du wieder auf die Seite legen. Dann beginnen wir doch jetzt mal mit Rot, Gelb und Grün. Das sind die Elemente von Ralf von heute. Rot ist der Ralf von heute. Grün ist dieser vitale, kleine, lebendige Ralf, der aber auch bedürftig ist, der geschützt werden möchte und der manchmal halt in der Kindheit auch nicht so gut behandelt wurde. Und Gelb ist diese souveräne, wahre Selbst, sein Wert und seine Würde in sich selber hat, unabhängig von Leistung, unabhängig davon, was die anderen von dir denken. Und jetzt kann es sein, dass eben die Verbindung zwischen Rot und Gelb nicht immer so optimal ist, dass du nicht immer mit diesem wahren Selbst verbunden bist, weil etwas dich da blockiert. Dafür brauchen wir einen roten Würfel. Das nennen wir das blockierende Element. In der Regel ist es ein Trauma, ein eigenes oder übernommenes Trauma, aber das finden wir dann raus. Und jetzt kannst du mal dieses blockierende Element so platzieren, wie sich das für dich anfühlt, wo das so in deinem inneren Raum positioniert ist. Damit man den noch sieht, der Kleine steht ganz weit draußen, so würde ich sagen, also der ist. Okay, ja. Ich würde sagen, da stehe ich fast drauf. Okay. Dann legt man den Finger auf die rote Figur, nicht auf den Würfel, sondern auf den Ralf von heute. Wie fühlt sich das an? Ja, sehr orientierungslos, sehr traurig auch und sehr, sehr suchend, Okay. Ja. Ralf, wir wissen nicht, was sich dahinter verbirgt. Es könnte sein ein Trauma aus deiner Biografie, es könnte sein etwas aus dem Familiensystem, zum Beispiel Thema Großvater. Aber wir können uns darüber verständigen, dass dieses blockierende Element heute nicht zwingend zu deiner Orientierung erforderlich ist. Du könntest das Symbol einer Grenze einführen, ein Lineal oder ein Zollstock oder Bleistift und dann legst du es mal so, dass auf der einen Seite ist dann dieses blockierende Element, auf der anderen Seite bist du und deine Selbstanteile. Genau. Und jetzt kannst du noch mal einen Finger legen auf die rote Figur Ralf von heute. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn dieses blockierende Element nicht mehr in deiner Hand ist? Also, Unterschied von Tag und Nacht. Wunderbar. Dann der nächste Schritt ist jetzt der, dass wir versuchen herauszufinden, was verbirgt sich hinter dem blockierenden Element. Dazu müsstest du mal einen Finger legen auf den roten Würfel. Achte mal auf deinen Körper und dein Körpergefühl, was da auftaucht. Ein Körpergefühl, ein Gefühl, ein Bild, ein Satz, alles, was auftaucht, kann wichtig sein und erlaubt dir, das zu spüren und mir mitzuteilen. Ja, eine ganz, ganz große Traurigkeit, ein Jammern, ein vor sich hin jammern, weinen, ein ich bin so allein, keiner hat mich lieb und das ist richtig auch ein Druck im Bauch und es ist auch übel. Es ist, Okay. Und kannst du spüren, wie alt du bist? Gibt es ein Ereignis in deiner Biografie,
wo diese Gefühle hingehören und wie alt bist du da? Ja, also wenn, dann ist es wirklich in diesem frühkindlichen Zeitraum, in dem ich so 3, 2, genau, jetzt, ich muss dazu sagen, ich bin auch mit 5 Jahren fast gestorben an einer Blinddarmoperation. Ich war wirklich im Jenseits. Ich war quasi ich war 4, 5 Tage weg. Also man wusste auch nicht, ob ich zurückkomme. Und es war eigentlich auch ganz schön da. Und das war aber davor. Das war davor. Also das war quasi, ich würde sagen, das muss so 2, 2, 3 Jahre, würde ich so sagen. Und das ist auch irgendwie, aber es ist total wie, als ob man in einer Dunkelheit ist. Also was da möglich wäre, gerade auch wenn du sagst, du warst schon mal auf der anderen Seite, das wäre ein verlorener Zwilling. Genau, das hatten wir auch mal gemacht, den verlorenen Zwilling. Den hatten wir. Und wo hast du, zu welchem Thema hast du jetzt mehr Resonanz? Verlorener Zwilling oder diese Situation der Kindertagesstätte? Also wenn ich an den Zwilling denke, dann wird es eher hell, dann wird es eher so. Und wenn ich an die Kindertagesstätte denke oder an den, also die Kindertagesstätte, also das, ich glaube tatsächlich, dass das wie 2 Sachen sind. Das eine ist eine quasi diese Kindertagesstätte ist dieses, ich bin ganz alleine und keiner ist da und niemand hat mich lieb. Und dieses, ich bin abgeschnitten und das andere, was noch da ist, das ist Druck und das ist wie eine völlig orientierungslose Sache. Und das, glaube ich, das ist irgendwie, das erinnert mich an diese Energie von diesem Großvater. Ja, also jetzt kommen wieder alle möglichen Elemente. Wir können uns jetzt auf ein Thema. Also ich glaube, das ist tatsächlich der Großvater. Ich glaube tatsächlich, dass der eine große Kraft hat noch. Und der ist sehr, genau. Und aber vielleicht ist das auch jetzt im Kopf, das weiß ich nicht. Weil diese Angst, und deswegen diese Angst, die besetzt ja auch meinen Vater und meinen Bruder. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist das diese Vaterlinie. Deswegen bin ich da. Ja, also pass mal auf, das Denken, das bringt jetzt nicht viel. Ja, und wir bleiben jetzt von dem, was du gespürt hast. Und also, das klingt eigentlich wie so Verlassenheit, frühkindliche Verlassenheit. Und da passt am ehesten dazu diese Kindergartensituation. Ja. Und dann nehmen wir doch das als das Trauma der frühen Verlassenheit. Ja. Dazu stellen wir jetzt deine Mutter dazu, die hat ja praktisch konnte da dein, ich für dich da sein, hatte ich dann in der Kindertagesstätte abgegeben. Blaue Figur für die Mutter. Und weißt du jetzt, ob die Mutter ein Trauma hatte? Ja, das bestimmt. Also ihr Vater, sie hat ihren Vater verloren, da war sie auch 2 Jahre alt. Naja, das ist natürlich auch ein ganz frühes Trauma, ein frühes Verlassenheitstrauma. Das ist der blaue Würfel für Mutters verlorenen Vater. Und jetzt nimmst du mal die Grenze weg. Und leg mal einen Finger auf den Ralf von heute. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn in deinem Raum einmal dein eigenes Verlassenheitstrauma da in der Kindertagesstätte ist, deine Mutter und Mutters Verlassenheitstrauma? Sehr verwirrend. Also es ist sehr belastend. Das war aber die Realität deiner Kindheit. Ja. Das war die Realität deiner Kindheit. Da war es praktisch unmöglich, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Immerhin hast du überlebt. Ja. Und manchmal muss man sich verbiegen, um zu überleben, muss dann ein Selbstbild sich zimmern, um damit das zu bewältigen. Und das können wir mal testen. Stell mal die rote Figur auf den roten Würfel. Das hattest du ja selber schon gemacht. Wie fühlt sich das an? Genau, das fühlt sich so an, wie ich in meiner Kindheit unterwegs war. Immer dieses Gefühl, ich bin nicht genug und ich suche irgendjemanden, einen Freund, irgendjemanden, an dem ich mich festhalten kann, an dem ich Orientierung finde. Da gehst du sozusagen auf eine höhere Ebene. Es kann sein eine rationale Ebene, eine spirituelle Ebene und auch Fantasiewelten, um diesen Schmerz überhaupt auszuhalten. Außerdem gibt es ja oft eine Tendenz zur Kontrolle, zu Perfektionismus und sich verantwortlich zu fühlen für alles. Ja,
Stell dich mal auf Mutters blauen Würfel. Nee, das ist... Stell dich mal zwischen die Mutter und ihr Trauma. Ja, das kenne ich, so kenne ich meine Mutter. Genau, so kenne ich meine Mutter. Das ist, also, dass du so eine Tendenz, die Mama zu schützen vor ihrem Traum. Ja, aber... nee, ich habe eher das Gefühl, dass das Trauma von meiner Mutter, also ich würde eher sagen, dass das Trauma so ein bisschen zwischen mir und meiner Mutter steht. Also, dass die... Meine Mutter möchte gerne für mich da sein und schafft es gar nicht so. Okay. Das würde ich eher so. Jedenfalls kennst du diese Aspekte von Selbstüberforderung, von Kontrolle, von Perfektionismus? Ja. Das nennen wir so das grandiose Bewältigungsstrategien. Und das gibt auf der einen Seite so ein illusionäres Wertgefühl, dass man da jetzt besser ist als die anderen, dass man da eine Aufgabe hat. Gleichzeitig ist es aber immer wieder ein Grund, warum man sich selber ablehnt, weil das ist gar nicht zu leisten. Man kann es gar nicht erfüllen. Ja. Das macht so ein brüchiges Selbstwertgefühl. Genau. Das ist also diese grandiose Selbstüberlebensstrategie, da braucht man einen schlanken, hohen, rote Figur als Symbol dafür. Schlanke, hohe, rote Figur. Ja. Das wäre jetzt. Das ist das grandiose Selbst, grandiose Überleben selbst. Ja. Und dann die rote Figur, die stellst du zurück neben die gelbe Figur. Den Ralf von heute stellst du zurück neben die gelbe Figur. So, den stelle ich ja, hier ja. So. Und dann testen wir noch das kindliche Selbst. Leg mal das kindliche Selbst vor die Mutter. Das Grüne. Ja, vor die Mutter auf den Tisch legen. Und dann packst du dem kindlichen Selbst mal deinen eigenen Würfel, den roten Würfel drauf. Und daneben noch Mutters Schicksal. Der Würfel von Ja, genau. Und schau mal, ob dir das vertraut ist. Also dieses komische, orientierungslose Gefühl im Bauch, das ist mir vertraut. Also, ja. Das ist Symbol dafür, dass diese beiden Themen dich irgendwie erdrücken, dass sie dich platt machen. Ja. Dass du die dich hilflos und ohnmächtig machen. Und es kann manchmal so eine Tendenz auslösen, dass man die eigene Lebendigkeit unterdrückt, um das Ganze nicht noch irgendwie komplizierter zu machen, dass man sich selber verleugnet. Ja. Kennst du so eine Tendenz von dir? Also selber verleugnen kann ich so nicht sagen, was ich das. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, was ich will, was ich, also dass gar keinen Bezug zu wirklich zu mir selber habe. Dass du deine Gefühle unterdrückst, deine Bedürfnisse unterdrückst. Ja, aber ja, also. Das hängt damit zusammen. Das wäre dieses Selbstverleugnung, nennen wir Selbstverleugnungsstrategie, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle unterdrücken. Und dafür bräuchte man jetzt einen grünen Würfel als Symbol. Genau, und den packst du mal den roten und den blauen Würfel drauf. Das ist, nein, umgekehrt. Also den grünen Würfel, ist jetzt auf dem Tisch. Und den roten und den blauen Würfel, der kommt auf den grünen Würfel. Jetzt haben wir das sozusagen, das kindliche Selbst befreit. Und weil das ja hier und heute eigentlich gar nicht mehr Thema sein müsste. Jetzt leg mal einen Finger auf die grüne Figur. Wie geht's dem kindlichen Selbst, wenn diese Elemente jetzt entfernt sind? Super, also dem geht es jetzt, das fühlt sich frei, das liegt rum, das macht. Okay. Ja, dann könntest du doch zu deinem kindlichen Selbst sagen, das Schlimme von damals ist lange vorbei. Das Schlimme von damals ist lange vorbei. Wir beide haben es überlebt. Wir beide haben es überlebt. Du warst da nie zuständig. Du warst da nie zuständig. Bist auch ganz unschuldig. Bist auch ganz unschuldig. Du gehörst ins Leben, du gehörst ins Hier und Heute. Du gehörst ins Leben, du gehörst ins Hier und ins Heute. Wäre das für den kleinen Ralf, wenn er das hören würde? Super, also der wäre sofort einverstanden mit dem Deal. Also dann stell ihn doch mal neben das wahre Selbst. So. Und jetzt haben wir da ein Konglomerat, das besteht aus deiner Mutter, Mutters Trauma, dein Trauma, deine Überlebensstrategien
Das alles darfst du jetzt mal ganz, dieses ganze Konglomerat ist ja mit deinem Wesen heute nicht vereinbar. Aber es könnte sein, dass du dich immer noch danach orientierst. Das schiebt sich immer wieder rein. Und das kannst du jetzt mal ganz hinten links in die Ecke schieben, dass man es gar nicht mehr sieht. Alles zusammen, inklusive Mutter. Und auch diese Überlebensstrategie. Und dann stellst du noch eine Sichtblende davor. Kannst du noch weiter nach links schieben, dass man es gar nicht mehr sieht. Vor allem ist es wichtig, dass du es nicht mehr siehst. Du musst den, den Karton ein bisschen so drehen, dass du es gar nicht mehr siehst. Jetzt lege meinen Finger auf die rote Figur, den Ralf von heute. Wie geht es dem Ralf von heute jetzt, wenn diese Elemente nicht mehr in deinem Raum sind, die ja mit deinem Wesen überhaupt nicht vereinbar sind? Ja, dem geht's, geht's gut, aber der traut irgendwie der Sache nicht so richtig. Ja. Und das ist, er schielt so darüber, ja, und denkt, ja, es ist ruhig, es ist, aber es ist so wie die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Also es ist ja so, auch so, dass bisher warst du ja offenbar danach orientiert, nach diesen Elementen. Und diese Orientierung, die fällt jetzt weg und eine bessere Orientierung hast du noch nicht. Und das ist so eine Phase der Unsicherheit. Und wenn du aber was Besseres möchtest, entwickeln möchtest, musst du durch diese Phase der Unsicherheit dazu durchgehen. Ja. Bist du dazu bereit? Ja, bin ich. Dann wirfst du mal einen Blick auf dein wahres Selbst, das ist diese gelbe Figur. Stellst du mal ein bisschen so zur Seite, getrennt von der grünen Figur. Nicht ganz so dicht. Und das ist also der Ralf, der seinen Wert und seine Würde in sich selber hat, so wie eine Rose ihre Würde hat, einfach dadurch, dass sie da ist. Unabhängig von Leistung, unabhängig davon, was die anderen denken. Und dieser Ralf war möglicherweise in dieser Familie nicht unbedingt so wahrgenommen und wertgeschätzt. Ja. Und manchmal passt man sich an die Sichtweise dieser Familie. Jetzt kannst du mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Dann schaust du mal mit deinen eigenen Augen auf dieses wahre Selbst. Gibt es an dem etwas auszusetzen? Überhaupt nicht. Das ist, das ist dein wahres Selbst. Ich könnte stellvertretend für dein wahres Selbst sagen, hallo, ich bin dein Selbst. Da gab es dein Trauma mit dieser Mutter, es gab Mutters Trauma, das ist alles vorbei, betrifft dich gar nicht mehr. Und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Kommt das an bei dir? Ja, das kommt an. Das ist, ich finde ihn auch super. Also ja. Ich kenne den auch hin und wieder. Ja. Der verschwindet nur. Super. Aber den finde ich. Dann das können ist wir dann, mein Star ist dann. Dann schauen wir mal, ob es für dich stimmig ist, zu deinem Selbst sagen. Offenbar bin ich manchmal noch so verbunden mit meinem Trauma, mit Mutters Trauma, dass ich sie nicht immer wahrnehmen konnte. Offenbar bin ich so mit dem Trauma von mir, mit meinem Trauma und dem Trauma meiner Mutter verbunden, dass ich dich gar nicht richtig wahrnehmen konnte. Mit dir hat das nichts zu tun? Mit dir hat das nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Das hast du auch nicht verdient. Wie geht es dir, wenn du das sagst? Super. Ah, blendend, ja. Geschenkt. Das ja. Ist, nun ist es so, wir haben ja gesehen, dass du auch eine Tendenz hattest, deine eigenen Bedürfnisse und deine eigenen Gefühle zu unterdrücken. Ja. Ja. Und das müsstest du deinem Selbst auch mitteilen. Möglicherweise habe ich selber dich manchmal unterdrückt und verleugnet. Möglicherweise habe ich dich selber manchmal unterdrückt und verleugnet. Auch das hat mit dir nichts zu tun. Auch das hat mit dir nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Jetzt leg mein Finger auf die gelbe Figur, ob dein wahres Selbst dir deswegen heute böse ist. Nee, gar nicht. Das ist immer wieder das Erstaunliche, was immer auch da an Missverständnissen war gegenüber dem wahren Selbst. Das wahre Selbst ist überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Ralf, dann bei diesem wahren Selbst. Darüber hinaus ist diese bedingungslose Liebe auch noch gratis. Du musst dafür nichts leisten, du musst noch nicht einmal brav oder gehorsam sein. Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass es so etwas gibt für Ralf? Schwierig. Ja. Dass man das geschenkt kriegt und sich nicht erarbeiten muss, das ist also du kannst das gleich spüren. Die einzige Voraussetzung ist, dass du nochmal symbolisch die Achtung ausdrückst, indem die rote Figur sich leicht verneigt von der gelben. Und gleichzeitig stellst du dir vor, dass du dich innerlich verneigst vor deinem wahren Selbst, 3 Atemzüge lang. Spür mal dich hinein, wie fühlt sich das an, wenn du dich innerlich verneigst vor deinem wahren Selbst?
Es ist, als ob die Liebe, die Aufmerksamkeit von dem wahren Selbst in mich hineinfließt. Wunderbar. Und statt wie bisher mit deinem Trauma, mit Mutters Trauma dich zu identifizieren, könntest du doch zur Abwechslung einmal Probe verschmelzen mit deinem eigenen wahren Selbst. Und spür mal in dich hinein, wie fühlt sich das an, wenn diese beiden Elemente eins werden, die immer wieder getrennt waren über die ganze Zeit. Das, wow, das fühlt sich, ja, man hat das Gefühl, man das Leben, was manchmal so feindlich ist, das kann einem gar nichts mehr, weil man ist jetzt so, man hat die Waffe der Liebe und der Freude und man ist offen und man ist lebensfroh. Es ist, es kann einem gar nichts passieren. Es ist quasi, es ist dieses Grundvertrauen, dieses Urvertrauen, was ich wahrscheinlich, um das ich mein ganzes Leben lang kämpfe und was plötzlich da ist. Ja. Genau, das ist. Und damit jetzt diese Verbindung stabil bleibt in Zukunft, ist es wichtig, dass du jetzt lernst, genau zu unterscheiden zwischen dem, was hier und heute wirklich zu dir gehört und was gar nicht dazu passt. Das betrifft alle die Elemente auf der anderen Seite. Die Sichtbände mal wegtun. Und dann rückt man diese ganzen Elemente so etwas näher, damit die sichtbar werden. Und das erste Element ist mal der rote Würfel, den nimmst du mal in die linke Hand. Das ist dein Trauma damals, wie du in den Kindergarten, Kindertagesstätte kamst und diese Verlassenheit gespürt hast. Und in die rechte Hand hast du den Ralf von heute. Und jetzt gehört dieses Trauma von damals heute noch zu deiner Orientierung dazu. Nein, es gehört nicht dazu, aber es ist wie so ein Schmerz, wie so ein Phantomschmerz, der da drin irgendwo sich. Also Ralf, ich will mal kurz erklären. Gefühlsmäßig fühlt man sich damit oft verbunden. Aber das finde ich häufig nach Trauma, dass da das Gefühl verwirrt ist. Und wenn man sich Genau. nach seinem verwirrten Gefühl orientiert, kommt man sein Leben lang aus dieser Verwirrung nicht heraus. Ja. Jetzt hast du die Chance, dich auch nach deinem Verstand zu orientieren. Was würde denn der Verstand sagen? Gehört das Trauma von damals heute noch zu deiner Orientierung dazu? Nein, gehört es nicht. Das Verrückte ist nur, es ist wie so ein kleines, grämliches Kind, was in der Ecke hockt und schreit Ja, also da und kann aber man keinen vermuten, einzieht. dass du dein kindliches Selbst immer noch verbindest mit dem Trauma von damals, dass es da sozusagen stecken geblieben ist. Das haben wir ja vorhin gesehen, das lag ja da unter diesem Thema. Du hast es befreit. Du wirst jetzt im Aufstellungsprozess auch sehen, dass der kindliche Seite, dass die nicht unbedingt da stecken bleiben muss in dem Trauma von damals und dass die eigentlich heute sehr vital sein kann. Jedenfalls, was sagt dein Verstand? Gehört es hier und heute dazu, ja oder nein? Gehört nicht dazu. Das ist, es Es muss. ist natürlich so, solange du es noch in deinem Raum hast, als würdest du dazugehören, wirkt es weiter. Ja. Aber es ist ein Unterschied, ob es dazugehört oder ob es weiter wirkt, weil du irrtümlich es noch festhältst. Wie kann ich es loslassen? Wie kann ich es, wie Ja, kann ich in dem, das was machen wir mir jetzt. gut. Indem du symbolisch mit der roten Figur das stoppst. Ja. Indem du zeigst, es gehört nicht in deinen Raum. Du stoppst es schon, bevor es überhaupt in deinen Raum kommt. Ich muss genau. Ja, du hast die Kraft dazu, du hast das Recht dazu, das ist der gesunde Schutzreflex. Und du darfst es schon vorbeugen, stoppen, bevor es überhaupt in deinen Raum kommt, bist du schon draußen. Genau, das Okay. fühlt sich total, das fühlt sich wie, als ob ich mich selbst rauswerfe, als ob ich mich selber aus Ja, dem Raum rauswerfe. So ja. fühlt sich das So bist du identifiziert mit dem Trauma von damals. Siehst an. du? Und deswegen wirkt es immer weiter. Ja. Ja. Und deswegen, wenn der Verstand auch schon verwirrt ist, dann fragen wir an die nächsthöhere Instanz. Das wäre der gesunde Menschenverstand. Ja. Was würde der gesunde Menschenverstand sagen? Weg Gehört es? damit. Weg. Also dann verorientiere dich danach, sonst kommst du aus der Verwirrung auch heute nicht raus. Ja. Und dann stoppst mal, bevor es überhaupt in deinen Raum kommen kann. Stopp! Genau, nochmal. Ja. Das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren, dieser Reflex, dass sie ihr Territorium freimachen. Welches Raubtier fällt dir da ein? Der Wolf oder Löwe, der Löwe, mit einem Löwe. Löwenschrei. Ja. Ah! Nein, nochmal.
Wie geht's dir da? Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich befreiend an. Das fühlt sich. Genau, Ralf, ich will dich kurz aufklären. Du hast eine wunderbare Power. Und die Aufgabe dieser Kraft ist eigentlich zu erkennen, was mit deinem Wesen nicht vereinbar ist und es aus deinem Raum zu entfernen. Ja, und Wenn das. du jetzt irrtümlich etwas festhältst, was gar nicht zu dir gehört, dann blockierst du selber deine Kraft. Ja, genau. Genau, das ist Dann das. fühlst du dich ohnmächtig und am Ich Schluss richtet gucke sich wie die in einen Kraft Keller, gegen. wie das, ich guck wie in Ja. den Tunnel rein. Genau. Und dann richtet sich die Kraft gegen dich. Du bekommst Selbstwertprobleme, Schuldgefühle, Depressionen, Ängste, Krankheiten, noch und noch. Ja, und. Und sobald du die Kraft wieder einsetzt für den ursprünglichen Zweck, nämlich um den Raum frei zu machen, machst du eine neue Erfahrung. Du fühlst dich handlungsfähig. Ja, genau. Ja, Und es es ist wird einfach. frei. Ja. Ja. Und das ist einfach geil. Ja. Das löst Glückshormone aus. Ja! Ja, genau. Jetzt leg mal einen Finger auf den kleinen Ralf, ob der auch so mal diese Glückshormone spüren möchte. Der lag ja bis vorher noch plattgedrückt durch dieses Trauma irrtümlich. Und jetzt sieht er, aha, man kann das wegstoßen. Und wie geht's denn dem kleinen Ralf? Ja, der guckt sich das wie von außen, guckt er sich das an und denkt, es hat mit mir alles nichts zu tun. Das ist keine Ahnung, was da abgeht. Dem geht's gut, dem kleinen Ralf. Und dann könntest du doch mal dem kleinen Ralf sagen, du, das hat von damals hat nichts mehr mit uns heute zu tun. Kleiner Ralf, das von damals hat nichts mehr mit uns heute zu tun. Du hast das Recht und die Kraft, das zu stoppen. Du hast das Recht und die Kraft, das zu stoppen. Ist das für den kleinen Ralf, wenn er das von dir hört? Jetzt nimmst du mal eine schmale grüne Figur. Der wirkt noch ein bisschen Ja. reserviert. Ja, jetzt nimmst du mal eine schmale grüne Figur. Stellst du mal neben den kleinen Ralf. Und wir hatten ja schon mal das Zwillingsthema angeschaut und es kann sein, dass das der verstorbene Zwilling ist. Und meinte, schau mal, wie fühlt sich das für den kleinen Ralf an, wenn jetzt der verstorbene Zwilling bei ihm ist? Super. Und was soll er sich da auf dieser Welt irgendwie abstrampeln? Das braucht er doch gar nicht. Er hat ja einen sicheren Platz drüben in der anderen Welt bei den Verstorbenen. Ah ja. Dann ist er noch verbunden mit dem Zwilling, verstorbenen Zwilling. Und jetzt nimmst du mal den kleinen, diese kleine grüne Figur an dein Herz und spür mal, wie fühlt sich das an. Nein, nein, nicht Den kleinen Ralf oder den Zwilling? den Zwilling. Den Zwilling. Spür mal nach, wie fühlt sich das an? Also zwischen Zwillingen gibt es immer eine ganz spezielle Beziehung. Die sind sich ja so ähnlich, als wären sie identisch. Und da gibt es so eine ganz tiefe, bedingungslose Liebe in beide Richtungen. Genau, da fühle ich mich komplett. Und manchmal fühlt man sich dann erst komplett mit dem Zwilling. Genau, Wenn man sich jetzt. dann schon komplett fühlt mit dem Zwilling, braucht man eigentlich sein eigenes Selbst gar nicht. Und das ist das Dilemma für die Betroffenen, dass die dann später immer auf der Suche sind nach ihrem verlorenen Zwilling und versuchen in einer Beziehung das zu finden und ihr eigenes Selbst, das lassen sie so am Rand stehen. Genau. Das Und verschwindet auch wieder, das eigene Selbst. Das ist ja, immer. genau. Und jetzt kannst du diese bedingungslose Liebe spüren von diesem Zwilling, verlorenen Zwilling. Ja. Und der Teil von dir, der das spürt, das ist dein eigenes wahres Selbst, dein eigener Wesenskern. Der ist wert, es geliebt zu werden, einfach weil er da ist. Wenn du dich jetzt identifizierst mit deinem eigenen Wesenskern, dann könntest du spüren, dass du auch ein ganz anderes Selbstwertgefühl bekommst. Dann ist gar nicht mehr so wichtig, was du leistest, ist auch gar nicht mehr so wichtig, was die anderen denken. Du hast ja dieses Selbstwertgefühl in dir selber. Kannst du das nachvollziehen? Ja, kann ich, genau. Dann wird gehört der Druck auf, der Druck Ja, auch es macht dich irgendwie. einfach frei. Genau. Und wenn du Selbstwertgefühl hast, dann kannst du auch die Liebe von anderen Menschen einfacher annehmen. Ohne die Selbstwertgefühl gibt es manchmal Bedenken, meint der andere ehrlich mit mir? Ja. Bin ich überhaupt wert, geliebt zu werden? Und sobald du die Selbstwertgefühl in dir selber hast, kannst du diese Liebe annehmen. Du musst nicht verhungern am gedeckten Tisch, sondern du kannst nehmen, bis du satt bist. Genau, das ist ja, und ich kann auch verschenken plötzlich.
Und du kannst dich lieber auch verschenken, genau. Das verändert deine Beziehung. Genau, das ist, jetzt fühle ich mich also genau mit diesem, ja. Mit diesem, was du gerade sagst, fühle ich mich komplett. Da fühle ich ja. Mich ja. Also genau. Da könnte man weich, man ist offen. Super. Und jetzt ist es so, dieser Zwilling ist aber schon verstorben. Und es gibt ja diese Ansicht, dass es für die Verstorbenen einen guten Platz gibt, wo sie ihren Frieden finden können, im Licht. Und wenn die Lebenden die Verstorbenen festhalten, dann kommen die Verstorbenen nicht im Licht an und die Lebenden kommen nicht in ihr eigenes Leben. Das wäre eine Lose-Lose-Situation. Und du könntest eine Win-Win-Situation machen, wenn du den Zwilling verabschiedest. Das ist schwer. Das ist Abschiedsschmerz. Jetzt stell mal die grüne Figur auf den Tisch vor dich und leg meinen Finger auf deinen Zwilling. Wie ist es für den Zwilling, wenn du ihn verabschiedest? Ich glaube, es ist gut für den. Das habe ich nicht gewusst. Da würde dir sagen, du bist vollständig auch ohne mich. Zum Zwilling. Ja, dein Zwilling könnte zu dir sagen, du bist vollständig auch ohne mich und du hast ein wunderbares Selbst, das dich vollständig macht. Ja. Ja, ich glaube, das wäre gut. Ja. Ja, das ist, ich weiß nicht, aber ich das fällt mir ganz schwer da jetzt. Also dieser Abschiedsschmerz ist ganz typisch für Menschen, die so früh einen Zwilling verloren haben. Das ist ein bisschen bizarr, weil das ja etwas ist, was man real gar nicht weiß. Nein, meine Mutter, also es weiß auch keiner. Also Mutter weiß nichts, man selber weiß nichts. Aber an dieser Heftigkeit der Gefühle sehe ich, dass es real ist. Gab so einen frühen Verlust, ein frühes Verlusttrauma. Und du könntest jetzt schauen, ob du zum Zwilling sagen kannst, ich muss dich nicht mehr festhalten. Ich muss dich nicht mehr festhalten. Du kannst jetzt dahin gehen, wo du deinen Frieden findest. Du könntest ihn da ans Fensterbrett stellen, da ins Licht. Ja. Und stell einfach dahin. Da, wo ich vielleicht noch ein bisschen sehe. Ja. 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 Und jetzt spür mal in dich hinein, wie fühlt sich das jetzt an, wenn du ihn so losgelassen hast? Ich glaube, es ist richtig. Jetzt könntest du mit der roten Figur, mit dem Ralf von heute, gehst du mal jetzt zu der gelben Figur. Das ist ja dein wahres Selbst, was gerade dem wahren Selbst vom Zwilling begegnet ist und erlebt hat, dass es wert ist, geliebt zu werden, einfach weil es da ist. Spür mal jetzt, wie die Verbindung ist mit deinem wahren Selbst. Die ist gut und das wahre Selbst, das hält mich jetzt. Das ist jetzt wie, als ob es mich, ob es mir jetzt Geborgenheit schenkt. Ja. Das ist jetzt das, was dich vollständig macht. Genau. Wow. Ja, irgendwie, ja, wow. Irgendwie, wow, das ist irgendwie echt verwirrend. Ja. Ja, das sind ganz heftige Gefühle, die das auslöst. Und das kenne ich beim Zwillingsthema, somit das Heftigste, was es da gibt. Aber umso heilsamer ist es, weil die Verwirrung, die dadurch entstanden ist, ist einfach hat unglaubliche Folgen. Ja. Jetzt leg mal einen Finger auf den Kleinen, auf den kleinen Ralf. Der hat jetzt ja auch den Zwilling verabschiedet. Und jetzt sieht er, da gibt es dieses Verlassenheitstrauma da in der Kindertagesstätte. Und was hat er jetzt ein Gefühl? Ist er da, mag er das jetzt stoppen oder mag er das nicht stoppen? Also mit dem Zwilling, das ist auch keine Option. Der fühlt sich irgendwie zurückgesetzt. Also der fühlt sich wie, also wenn ich da jetzt drauf gehe, der ist wie beleidigt. Der ist wie so, ihr könnt mich mal. Also, so fühlt er sich an. Okay. Dann lass ihn da erstmal da stehen. Dann müsstest du, dann nimmst du mal die rote Figur. Das ist der Ralf von heute. Und schau mal nochmal zu dem Trauma von damals in der Kindertagesstätte. Brauchst du das noch für deine Orientierung dazu? Das ist wie,
dass wir als Seele immer entsorgen im kosmischen Wertstoffhof kann mit einem ultimativen Löwenschrei vom Tisch hauen. Ja! Ja. Ja, das ist gut. Das ist so gut, dass das weg ist. Das ist so gut. Okay. Scheiße weg ist. Jetzt leg mal den Finger auf den kleinen Ralf. Wie geht's dem kleinen Ralf, wenn du das so weggekickt hast? Gut. So. Ja, das ist jetzt ja, er guckt mich immer noch mit dem Arsch an. Also so, als ob er da rüber guckt und sagt, so, ich bin gar nicht da. Okay. Ich kann in den Arm genommen werden, aber ich bin nicht da. Okay. Na, Kinder haben manchmal so ambivalente Äußerungen, gell? Ja. Okay, du arbeitest einfach weiter. Jetzt kommt als nächstes dieser grüne Würfel, das ist diese Tendenz der Selbstverleugnung. Gehört das noch zu deiner Orientierung dazu? Heute? Nein, das ist orientierungsloser Kram, der nichts mit mir zu tun hat, gar nichts. Dass du deine Gefühle und Bedürfnisse unterdrückst und verleugnest? Okay. Dann könntest du ja, sie. Das kenne ich, das kenne ich gut. Ich kenne das sehr gut. Dieses, ja, ich muss mich zurücknehmen und ich darf, das darf niemand, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. Ich kenne das gut, aber es hat mit meinem Gefühl, mit mir nichts zu tun. Sehr gut, dann kannst du es stoppen, erstmal symbolisch, mit einem kräftigen Stopp. Ja! Stopp! Ja. Wie ist das? Ja, nochmal. Ja. Stopp! Ja. Die Wiederholung bringt's. Ja! Wie geht's dir da? Ja, es hat noch so ein bisschen seine Zweifel, ob das wirklich, ob das wirklich stoppt. Also das quasi wieder kommt. Ich will dir mal was sagen. Stopp! Ich will dir mal sagen, alles das, was dich blockiert, hat gar keine eigene Macht. Es hat die Macht nur von dir. Ja. Und wenn du dem den Stecker ziehst, dann merkst du, es ist nur ein Papiertiger, du kannst es einfach vom Tisch hauen. Ja, ja, das Ding ist nur, dass das ja, wie soll ich denn sagen, wie in der Gesichtshälfte sich die Platz genommen hat. Ja, genau. Aber das wird sich sofort ändern, wenn du es symbolisch aus deinem Raum schaffst. Ja! Ja. Jetzt leg dir mal Finger auf den kleinen Ralf. Das hat ihn ja auch sehr betroffen, dass er immer seine Lebendigkeit, seine Gefühle unterdrückt hat. Der findet das super. Der sagt, ja, das muss raus da. Das muss ja. Ja, das kannst du selber machen. Kannst du mich da unterstützen? Sag mal dem kleinen Ralf. Du kannst mich da unterstützen. Kannst du mir da helfen? Ja, was sagt der Kleine? Das macht er gerne. Traut er sich alleine oder braucht er Unterstützung? Ich glaube, wenn die zusammengehen, dann ist es. Dann kann sie erstmal probeweise mit der Unterstützung, ja? Ja! Ja! Das hat eine Kraft, das hat eine Schubkraft. Ja. Ja! Wie geht's dem Kleinen? Ja, da kriegt er Platz, da kriegt er. Genau, genau. Da kann der tanzen. Genau. Ja. Jetzt kommt der nächste Kandidat, das ist grandiose selbst. Das ist der Ralf, der sich gleich zuständig fühlt für alle Probleme, sich dabei überfordert und wenn es dann nicht klappt, dann fühlt er sich auch noch schuldig dafür. Ja. Wer darf das stoppen, rot, grün oder gelb? Ich glaube das. Stopp. Stopp! Also mit dem Kleinen zusammen bin ich immer. Also lass mal den Kleinen alleine das stoppen. Weißt du, dieses grandiose Selbst, das ist ja der typische Spaßverderber, die Spaßbremse. Ja? Immer das nur nicht. Das grandiose Selbst ist das, ich weiß alles besser. Ich weiß alles besser und immer nur Pflicht und immer nur für die anderen und das ist die absolute Spaßbremse. Ja. Und der Kleine, der mag das nicht. Und der könnte. Der, wow. Das ist der Gegner. Das genau. Ja! Ja, der lässt es gar nicht rein. Okay, dann kannst du auch für immer entsorgen. Ja. Ja! Boah, der hat eine Kraft, der Kleine. Mann, der hat eine Power. Deswegen, das war mir so wichtig, dass du das erlebst, welche Power der Kleine hat, auch wenn der die ganze Zeit blockiert war. Der hat Kraft. Wow, der steht da. Der hat. Wow. Ja, das bist du, das ist ein Teil von dir. Das ist deine lebendige Seite.
Sie kind, wir nennen es jetzt das kindliche Selbst, aber es ist nicht infantil, sondern es ist diese, die neugierig ist, die fantasievoll ist, kreativ, lebendig, sprühend, kreativ. Also das ist diese Seite, du gerade als Schauspieler brauchst du das natürlich. Ja, den kenne ich gar nicht richtig. Den, Gut, jetzt haben wir auf dem Tisch noch die Mutter und ihr Trauma stehen. Uns mal ein bisschen näher. Nimm mal den blauen Würfel, das Trauma von deiner Mutter auf deine Handfläche. Und schau mal, ob dir es vertraut ist, dass du dich beschäftigt hast mit Mutters Traumata, Mutters Problem. Also, sagen wir mal so, es fühlt sich zumindest, es fühlt sich so an wie ein Raum, in dem ich unterwegs bin, ob der von meiner Mutter ist oder von meiner Frau oder, also das ist ein Raum, in dem ich unterwegs bin, wo ich weiß, der gehört nicht zu mir, aber ich muss da helfen. Ja, also manchmal fühlt sich das an wie Liebe, dass man das tut für den anderen. Ja, als wäre, hätte es was mit Liebe zu tun, oder? Genau. Ja. Nun ist es so, du bist ja nicht zuständig, daher kannst du da gar nichts bewirken. Du verlierst die Energie, aber bist frustriert, weil du keine Wirkung hast. Ja. Du verlierst die Achtung für dich, vielleicht auch für den anderen. Und dann zeigt, spätestens dann sieht man, mit Liebe hat das eigentlich gar nichts zu tun. Und dann kannst du überlegen, ob das nicht wirklich, ob das nicht wirklich bei deiner Mutter lässt, die, ihre Probleme und ihr Schicksal. Ich glaube, ich kann das schon bei ihr lassen. Ich, boah. Dazu gibt es einen klassischen Satz, das schlage ich dir mal vor. Mama, du hattest kein leichtes Schicksal. Ich will die sagen, also meine Mutter wegstoße. Wie bitte? Als ob ich meine Mutter wegstoße. Dann, das musst du doch mal deinen gesunden Menschenverstand fragen. Das war ja nur die Illusion, dass du dir da was abgenommen hast. Ja? In Wirklichkeit bist du da gar nicht zuständig, du hast nur ein Stück Achtung verloren für sie. Das war ja gar keine Realität, das war ja nur Illusion. Boah, was ist das? Was sind das für Verwirrungen? Wahnsinn. Ja. Und Wow. du kannst es ihr mit Respekt zurückgeben und danach hast du möglicherweise mehr Respekt für dich und für sie. Jetzt nochmal genau. Also Mutter, das ist, ich gebe dir, Mutter, ich gebe dir dein Trauma zurück. Moment, 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 Moment. Mama, du hattest kein leichtes Schicksal. Mama, du hattest kein, Mutti, du hattest kein leichtes Schicksal. Du hast es auf deine Art und Weise getragen. Du hast es auf deine Art und Weise getragen. Oder vielleicht manchmal auch nicht. Und manchmal auch nicht. Es war deine Art zu überleben. Es war deine Art zu überleben. Und nur weil du überlebt hast, konnte ich mein Leben bekommen. Und nur weil du überlebt hast, konnte ich mein Leben bekommen. Daher steht es mir nicht zu, darüber zu urteilen, wie du überlebt hast. Deshalb steht es mir nicht zu urteilen, wie du überlebt hast. Und es steht mir auch nicht zu, mich da einzumischen. Es steht auch mir nicht zu, es steht mir auch nicht zu, mich da einzumischen. Das achte ich jetzt, indem ich deins bei dir lasse. Das achte ich jetzt, indem ich deins bei dir lasse. Für immer. Für immer. Wir spüren mal in dich hinein. Wie geht's dir jetzt? Oh. Wow, das ist so eine, oh, das ist so eine, als ob einem jemand den Rucksack runternimmt, als ob einem jemand sagt, wow, das musst du nicht tragen, das geht dich nichts an. Das hat mich echt erdrückt. Weiß nicht, was das ist in mir, aber da ist irgendwas ziemlich, ziemlich, wow, das ist irgendwie der Kleine, irgendwie auch immer, ist ziemlich frustriert davon. Na klar, ich Ja. verstehe. Ja. Jetzt hat natürlich auch deine Mutter einen gesunden Wesenskern. Dafür braucht man ein schlankes, gelbes, hohes Selbst. Schlanke, Ja. gelbe Figur. Ja. Stellst du mal hinter sie. Und es kann aber sein, dass die, und das ist eine Mutter, die nicht traumatisiert ist, die sich freut, so einen wunderbaren Sohn zu haben und diesem Ja. Sohn ihre bedingungslose Liebe schenkt, einfach weil er da ist. Ohne Absicht, ohne Bedingung. Ja, ich glaube, ich habe da irgendwas, das weiß meine Mutter auch. Die macht mir so viele Geschenke, weiß die auch, dass die mir irgendwas nicht geben konnte, was ich Ja. gern Ja. gehabt hätte. Und es war halt so, dass sie nicht immer mit diesem wahren Selbst verbunden sein konnte. Und dann kann es sein, dass sie auch selber in so einem Überlebensmodus war. Und dann hat sie zum Beispiel dich in Kindertagesstätte gegeben. Sie war vielleicht auch sonst manchmal verletzend oder abweisend oder überfordernd. Diese Verletzungen durch die Mutter kennst du. War nie böse, sie hat mir auch nie, ja, war
da. Ich war für mich als kleines Kind nie da. Eben. Also das war halt deine Verletzung, dass sie für dich da nicht da sein konnte. Und für wen warst du, wen hast du dafür abgelehnt, deine Mutter oder dich? Ich glaube, den kleinen Ralf. Ja, so ist es. Das ist leider die Regel. Und dieses Selbstwertproblem, was du da hast, das ist ganz zentral, das begleitet dich dein ganzes Leben. Das könnte die zentrale Ursache sein für viele deiner Probleme. Und jetzt könntest du diese Ablehnung endlich an die richtige Adresse geben, nämlich an das Überleben selbst der Mutter. Dafür brauchen wir jetzt nochmal eine schlanke, hohe, blaue Figur, ein weiteres Symbol. Nur eine große blaue Das Figur. passt, passt. Das stellst du mal dem Rot der Roten gegenüber, das ist jetzt das Überleben selbst der Mutter. Und du siehst, diese Verletzungen, die du erlebt hast mit deiner Mutter, die kamen nicht von ihrem Wesenskern, sondern von diesem Überlebensmodus der Mutter. Die war halt gestresst, überfordert, frustriert, resigniert, traurig, böse, ja. Und schau mal, wenn du jetzt sagen würdest zu dem falschen Selbst der Mutter, dein Verhalten hat dich damals verletzt und verwirrt. Dein Verhalten hat dich damals Hat verletzt. mich damals. Danke. Dein Verhalten hat mich damals verletzt und verwirrt. Wenn ich das damals schon verstanden hätte, hätte ich nur dich deswegen abgelehnt. Bitte nochmal, das habe ich jetzt. Wenn ich das damals verstanden hätte, hätte ich nur dich deswegen abgelehnt. Wenn ich das damals verstanden hätte, dann hätte ich nur dich deswegen abgelehnt. Und bin nicht mich selber. Und nicht mich selber. Und auch nicht meine wahre Mutter. Und auch nicht meine wahre Mutter. Wie fühlt sich das an? Ja, es fühlt sich gut an, aber auch irgendwie fremd. Es fühlt Ja. sich gut, aber es tut gut, es tut gut. Die nächste Frage ist jetzt, nach diesem falschen Selbst der Mutter, wie wir es nennen, hast du dich ja bisher orientiert, hast du deine eigenen Überlebensstrategien entwickelt? Ja. Die haben wir schon entsorgt. Die Frage ist, brauchst du noch Mutters falsches Selbst für deine Orientierung heute? Nee, das brauche ich nicht. Ich bin, glaube ich, was ich glaube ich gerade festgestellt habe, was mir gar nicht bewusst war, dass ich da eine tiefe, tiefe Verletzung habe und dass ich deshalb mein kleiner Ralf, wie auch immer, irgendwo völlig Genau, danach zurückgezogen hat, und den gar nicht sehen konnte. Also ja. ich. Und jetzt könntest du symbolisch das mal zum Ausdruck bringen, indem du mit der roten Figur das blaue, das falsche Selbst der Mutter stoppst mit einem kräftigen Stopp. Ja. Stopp! Schon vorbeugen stoppen. Mit einem Löwenschrei. Ja! Ja, wie geht's dir da? Das fühlt sich sehr gesund an. Das fühlt sich sehr, sehr gesund an. Meine Mutter lebt ja noch. Und zum Beispiel gestern wieder, meine Mutter, die versucht ständig, mich anzurufen. Wie geht's dir? Die ist wahnsinnig. Wir haben auch lange darüber gesprochen, über dieses Thema, weil ich. Ja, pass auf, jetzt wollte ich bleiben beim Prozess. Die Zeit ist Was ich knapp. damit sagen will, ist, ich weiß gerade nicht, auf der einen Seite habe ich hier das, quasi das, den Bauklotz, auf der anderen Seite habe ich diese Mutter plötzlich, die mir ständig Geschenke macht, die mir. Ja, also es gibt nur das Unterscheiden zwischen dem wahren Selbst deiner Mutter, das so eine bedingungslose Liebe zu dir spürt, Ja. und diesem falschen Selbst, was dich damals sehr verletzt hat. Ja. Und Okay, alles klar. als Kind konntest du das nicht unterscheiden. Heute kannst du es unterscheiden. Das ist die Okay. Frage, ist dieses falsche Selbst für deine Orientierung noch wichtig? Nee, überhaupt nicht. Ja. Nee. Kannst du kräftig stoppen mit einem Löwenschrei. Ja, gleich nochmal. Tut gut. Ja. Und genau, es kann sein, dass du damals viel Wut unterdrückt hast und dass die jetzt rauskommt. Ja, da kommt die. Ja! Und alles, was dir einfällt an Schimpfworten, an Sätzen, kannst du jetzt loswerden. Ich hasse dich. Ja, genau. Ich hasse dich, dass du mich so allein gelassen hast. Genau, Dass genau. du nicht für mich da sein konntest. Ja. Dass du mich den Wölfen zum Fraß vorgegeben hast. Genau. Dass Super.
dass du mich nicht beschützt hast. Genau. Ich hasse dich dafür. Ja. Dass du mich nicht, weil ich so klein war, ich hatte deinen Schutz gebraucht. Genau. Ja. Jetzt nehmen wir die grüne Figur, das ist der kleine Ralf. Ja. Wie geht dem kleinen Ralf? Hat der auch Wut? Ja, der hat auch Wut. Ja, dann lass mal den kleinen Ralf alleine. Und was dem an Schimpfworten einfällt, darf der alles loswerden. Nichts mehr zurückhalten. Der wollte auch immer weggehen. Der wollte immer weggehen. Der wollte immer ausziehen. Der wollte immer mit seinem Körperchen weggehen. Ich habe dich gehasst. Genau, ich hasse dich. Ich hasse dich, verpiss dich. Ich hasse dich, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja, genau. Du blöde Kuh. Ja, genau. Und jedes Mal so eine Stoppbewegung. Du blöde Kuh. Du blöde Kuh. Ja, ich hasse dich. Jetzt geh nur in der Pfeffer weg. Verpiss dich. Verpiss dich. Ah, wie geht's dir jetzt? Boah, das hätte ich schon viel, viel früher machen sollen. Wow. Das spielt keine Rolle. Besser heute als nie. Ja. Wow, ja, das tut gut. Da ist so viel Hass und Wut. Richtig. Verpiss dich! Ja. Hau ab! Ja, und das sind noch die Probleme von der Mutter. Brauchst du die noch für deine Orientierung und kannst die hinterher schießen? Den blauen Würfel. Ja, genau. Hier, da ist dein Trauma! Wow! Ja. Ja! Wie geht's dir jetzt? Gut. Ich staune, was da für eine Kraft, was da für eine Aggression ist. Natürlich. Und das ist die Wutbombe, auf der du die ganze Zeit gesessen bist. Genau. Und es ist so, diese Wutbombe, das ist ganz schwer, mit so einer Wutbombe zu leben. Man muss immer schauen, dass die nicht explodiert, den Falschen erwischt. Genau. Und da geht man manchmal den Konflikten auch aus dem Wege, damit da nicht irgendwas explodiert. Und jetzt haben wir die entschärft, die Wutbombe. Wow. Die ganze Ladung ist an die richtige Adresse gerichtet worden. Ja. Und jetzt ist da noch das wahre Selbst deiner Mutter gegenüber. Das ist eine Mutter, die nicht traumatisiert ist, die freut sich, so einen wunderbaren Sohn zu haben und ihm diese bedingungslose Liebe schenken kann. Kannst du dir vorstellen, dass es so eine bedingungslose Liebe für dich gibt von deiner Mutter? Nach der Erfahrung gerade ganz schwierig. Aber ich glaube, dass meine Mutter mich ganz in ihrer Seele ganz tief drin sehr, sehr lieb hat. Leg meinen Finger auf das wahre Selbst der Mutter. Das hat jetzt gerade miterlebt, wie du dieses falsche Selbst. Wahre Selbst ist das. Die gelbe Figur. Ja. Die hat ja gerade erlebt, mit welchem Hass du dieses falsche Selbst entsorgt hast. Was würde das wahre Selbst deiner Mutter zu dir sagen? Es würde zu mir sagen, ich habe dich ganz, ganz fest lieb und es tut mir so leid, dass ich nicht für dich sorgen konnte, wie du das gebraucht hättest. Genau. Wie kommt es bei dir an? Ja, das kommt an, aber der kleine Ralf, der ist wirklich tief, 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 tief verletzt. Ah ja. Okay, dann schauen wir mal, aber wie geht's denn dir jetzt? Könntest du dir vorstellen, dass du dein Herz öffnen kannst für die bedingungslose Liebe einer Mutter, die nicht traumatisiert ist? Ja, das glaube ich doch, doch. Nimm mal dieses gelbe Klötzchen an dein Herz und schau mal, ob du dein Herz öffnen kannst für die bedingungslose Liebe einer Mutter, die sich einfach freut, so einen wunderbaren Sohn zu haben und ihm ihre Liebe schenkt, einfach nur, weil er da ist. Und achte mal auf dich, ob dein Herz sich öffnet oder ob du es aus alter Gewohnheit wieder schließt. Ich glaube, es möchte sich gerne öffnen. Okay, wir brauchen einen Filter. Es gibt ein Symbol für einen Filter. Brauchen wir ein Handtuch? Das faltest du mal. Das ist kein Handtuch, aber immerhin. Das ist blöd. Ich kann ein Handtuch holen. Nimmst du das und faltest es ein paar Mal. Legst du mal das Selbst der Mutter auf die Seite und faltest es mal fein säuberlich. Sonst wolltest du es in einen Schrank einsortieren, ein paar Mal falten. Ja, nochmal. Dann baust du deinen wunderbaren Filter. Von diesem Filter wissen wir noch einmal falten, genau. Und der lässt garantiert nur die reine bedingungslose Liebe einer Mutter durch. Jetzt nimmst du nochmal Mutters wahre Selbst. Schau mal, ob du jetzt dein Herz vorsichtig öffnen kannst. Ja. Da kommt nur die bedingungslose Liebe. Wie fühlt sich das an?
Ja, es jetzt, es ziert sich noch ein bisschen, aber es ist so, ja, es würde sich gerne öffnen, genau. Und der Teil von dir, der diese wahre Liebe spürt, das ist wieder dein wahres Selbst, dein eigener Wesenskern. Genau. Und wieder ist es so, wie schon vorhin mit dem Zwilling, wenn du dich damit identifizierst, mit deinem wahren Wesenskern, bekommst du einfach ein anderes Selbstwertgefühl. Ja. Und wenn du mit diesem Selbstwertgefühl verbunden bist, kannst du auch die Liebe von anderen ganz anders annehmen und auch wieder zurückgeben. Da ändert sich was in deinen Beziehungen. Und dafür war nochmal dieses wahre Selbst deiner Mutter wichtig. Stell es mal zurück. Und als nächstes gehst du mit deiner roten Figur zu deiner gelben Figur. Das ist dein eigenes wahres Selbst, was gerade geweckt wurde. Die Begegnung mit Mutters wahrem Selbst und spür nochmal, wie fühlt sich das an, wenn diese Elemente jetzt eins werden. Fühlt sich ganz toll an. Das fühlt sich so schön, wirklich. Das ist also nicht Schönheit im äußerlichen, sondern im inneren Sinne ist es schön. Wunderbar. Den Filter können wir wieder auf die Seite tun, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt könntest du mal einen Blick werfen auf den kleinen Ralf. Der kleine Ralf hat ja in dieser Familie nicht das Gefühl, dass er ganz okay ist, so wie er ist. Jetzt darfst du auch da mal die Brille dieser Familie ablegen. Schau mal deinen eigenen Augen auf den kleinen Ralf, den kleinen unangepassten Ralf von damals. Gibt es an dem was auszusetzen? Ja, der ist super, der ist ganz gerade. Dann kannst du sagen, du bist goldrichtig, so wie du bist. Du bist goldrichtig, so wie du bist. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Hast du auch nicht verdient. Jetzt leg mal einen Finger auf den kleinen Ralf. Wie geht es ja dem kleinen Ralf, wenn er das von dir hört? Es geht ihm richtig gut, weil er sich endlich gemeint fühlt. So ist es. Als der kleine Ralf auf die Welt kam, konnten die Eltern beide Eltern ihn begrüßen ohne Wenn und Aber, da gab es da schon Einschränkungen. Genau. Die wollten mich auch nicht eigentlich. Ah ja. Also wir wissen, für ein gesundes Selbstwertgefühl ist so eine Begrüßung durch beide Eltern wichtig. Wenn die Eltern es versäumt haben, kannst du es heute nachholen. Was hältst du davon? Du könntest doch zu dem kleinen Ralf sagen, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Gleichzeitig so stark und unangepasst wie ein Löwe. Gleichzeitig so stark und unangepasst wie ein Löwe. Und so zart und sensibel wie ein Kätzchen. Und so zart und sensibel wie ein Kätzchen. Und wie schön, dass du ein Kerl bist. Und wie schön, dass du ein Kerl bist. Noch dazu ein ganz spezieller. Noch dazu ein ganz spezieller. Geht es an dem kleinen Ralf, wenn er das hört von dir? Ja, da wird er wach. Da wird er wach. Da. Nun hat der kleine Ralf in dieser Familie einiges schmerzlich erlebt, aber er hat es überlebt und das kann man nochmal würdigen. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du nicht gestorben bist wie der Zwilling. Danke, dass du nicht gestorben bist wie der Zwilling. Danke, dass du niemanden umgebracht hast. Danke, dass du niemanden umgebracht hast. Und danke, dass du diesem Gefühlschaos nicht verrückt geworden bist. Und danke, dass du in diesem Gefühlschaos nicht verrückt geworden bist. Das war alles andere als selbstverständlich. Das war alles andere als selbstverständlich. Geht es dem kleinen Ralf, wenn er das von dir hört? Ja, er ist traurig, wenn er diese ganzen, wenn er sich da erinnert, was er alles aushalten musste, weil das erinnert ihn daran. Aber er freut sich, dass er jetzt da sein kann. Und er möchte auch gerne da sein. Er möchte jetzt gerne Okay. bleiben. Dann kannst du doch zu ihm sagen, trotz allem haben wir beide es nochmal ganz gut hinbekommen. Gott sei Dank haben wir beide das nochmal ganz gut hinbekommen. Wir beide sind einfach ein super Team. Wir beide sind einfach ein super Team. Wie geht es dem kleinen Ralf? Freut sich, ja. Nun hat der kleine Ralf in dieser Familie ja, Moment, jetzt konntest du ihn damals nicht schützen, aber heute könnte es ganz anders sein. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Dass du überfordert wirst. Dass du überfordert wirst, Dass du benutzt wirst, dass du benutzt wirst, dass dir Schuldgefühle gemacht werden. dass dir Schuldgefühle gemacht werden. Das alles ist vorbei. Das alles ist vorbei. Wie geht's dem kleinen Ralf, wenn er das von dir hört? Super, es geht ihm super.
Er fühlt sich aber ein bisschen orientierungslos, weil das ja auch ein ganz neuer Platz ist für ihn. Er war ja immer noch. Natürlich. Natürlich. Aber du, an dieser Stelle will er dir auch eine wichtige Botschaft geben. Er will dir sagen, ich habe das damals alles überlebt, ohne Schaden davon zu tragen. Und es ist wichtig, dass du das weißt. Wie kommt das an bei dir? Das glaube ich. Das glaube ich. Und was ich dir damit sagen möchte, ich brauche jetzt nicht dein Mitleid, das kannst du dir sparen. Ich brauche nicht deine Schuldgefühle, die kannst du dir auch sparen. Ich möchte keinen weiteren Aufschub mehr. Ich möchte endlich mit dir auf die Löwenparty. Ja, da kannst du auch mitkommen. Da hätte ich dich gerne dabei. Da hätte ich dich gerne mit dabei. Und zwar als Hauptplayer, als Hauptrolle. Es kann es sein, dass auch heute die bedürftige Seite von Ralf manchmal zu kurz kommt. Ja. Was der Kinder, und manchmal will man den eigenen Kindern das ersparen, was man selber erlebt hat. Und dann kann es dazu führen, dass man die Kinder eher verwöhnt. Ja. Und gleichzeitig sitzt dann der kleine Ralf auf der Kellertreppe bei Trockenbrot oder was. Ja. Ich dramatisiere es etwas, das kennst du. Ja, genau. Aber ich weiß manchmal gar nicht, eben genau, ich habe, weil ich den Mann, wie als durch meine Verwirrung kann ich den manchmal nicht sehen. Also es ist zwar sehr häufig, aber es ist doch verständlich, aber es ist nicht so wirklich fair gegenüber dem Kleinen. Genau. Es kann es sein, dass du denkst, der kleine Ralf hat es damals irgendwie ausgehalten, da muss er heute irgendwie schauen, wie er klarkommt. Ich habe so viele andere wichtige Baustellen, ich kann mich nicht auch noch um den kleinen Ralf kümmern. Ja. Auch verständlich, aber auch nicht so wirklich fair gegenüber dem kleinen Ralf. Jetzt hast du ja eine Partnerin. Hast du Partnerin? Ja, ja, ich bin verheiratet. Genau. Und manchmal erwartet man ja von der Partnerin, dass sie sich um diese bedürftige Seite kümmert. Genau. Auch verständlich. Aber wenn es dann schief geht, ist man vielleicht sogar enttäuscht von der Partnerin und macht ihr auch Vorwürfe. Und dann lehnt man sie ab, genau. Genau, oder schickt sie vielleicht sogar in die Wüste. Ja. Aber unter uns gesagt, ist es denn fair, eine Partnerin zu benutzen als Babysitterin für den kleinen Ralf? Ja. Ist das fair? Nein, ist es nicht. Nein, ist es fair. Also Vater ist ja im besten Fall interessiert an dem erwachsenen Ralf. Genau. Für den Kleinen ist sie gar nicht zuständig. Richtig. Zuständig ist sie dann für die eigenen Kinder, für eure gemeinsamen Kinder, aber nicht für den kleinen Ralf. Ja. Was aber jetzt den kleinen Ralf angeht, ist es ja gleich dreifach unfair. Jetzt hatte der erstmal diese Mutter, die ihn damals gar nicht richtig wahrnehmen konnte. Du selber kannst ihn auch nicht immer richtig wahrnehmen. Und dann überlässt ihn auch noch ausgerechnet einer Partnerin, die gar nicht für ihn zuständig ist. Ja, um Gottes Willen, was hast du dem kleinen Ralf die ganzen Jahrzehnte lang zugemutet? Ist ja direkt ein Wunder, dass der überhaupt noch mitmacht. Ja, ja. Wen bräuchte der kleine Ralf eigentlich? Genau. Und zwar in Verbindung mit dem Wahren selbst. Das ist ja neu. Ja. Dann könntest du mal zu dem kleinen Ralf schauen, mal, wie es ist, wenn du sagst, für dich bin nur noch ich zuständig. Für dich bin nur noch ich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Du bist für mich die absolute Nummer eins. Noch vor den Kindern. Noch vor den Kindern. Und ich überlasse dich auch nie wieder dieser netten Dame an meiner Seite. Und ich überlasse dich auch nie wieder der netten Dame an meiner Seite. Wie wäre das für den kleinen Ralf, wenn er das hören würde? Der würde sich richtig freuen, wenn das zu dieser Kombination käme. Der würde sich richtig freuen. Aber wie ich den kleinen Ralf einschätze, will der unbedingt was anstellen und zwar nicht zu knapp. Geht das überhaupt bei dir oder geht es bei dir mehr kontrolliert und leistungsbezogen? Beides. Es ist beides. Es ist quasi, das Leistungsbezogene ist ja auch im schauspielerischen Beruf auch zu Hause, aber der ist auch ein kleiner, wie sagt man, ein kleiner, der so einen Scheiß macht wie letztes Jahr da. Also der Kleine möchte ein konkretes Angebot schauen, ob du ihm sagen könntest, bei mir darfst du heute noch was anstellen. Bei mir darfst du heute und immer alles anstellen. Und ich persönlich stehe dann Schmiere für dich. Und ich persönlich stehe dann Schmiere für dich. Schließlich möchte ich auch mal wieder Spaß mit dir haben. Schließlich möchte ich auch mal wieder Spaß mit dir haben. Wie wird das für den kleinen Ralf, wenn er das hört? Super, dem geht es super. Damit der kleine Ralf das glaubt, nimmst du mal an dein Herz und schau mal, wie wird es für den kleinen Ralf, wenn er bei dir einen sicheren Platz bekommt. Da wird er erstmal wahrgenommen, wie er wirklich ist. Er wird wertgeschätzt, wie er ist. Er wird beschützt und er darf sogar seinen Spaß haben. Also es ist tatsächlich wie, es fühlt sich so an, als ob ich wie ein fremdes kleines Baby auf meiner Brust habe. Ja. Und wie geht es dem kleinen Ralf, wenn er jetzt so einen sicheren Platz bei dir bekommt?
Er fühlt sich noch, er traut dem noch nicht ganz. Also er ist quasi. Ist ein bisschen skeptisch. Ja, so ein bisschen, er guckt so ein bisschen. Aber ist eine Frage, kennst du das Skeptische von dir? Ja. Du kannst zum kleinen Ralf sagen, daran erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Daran erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Das ist typisch Ralf. Das ist typisch Ralf. Bei mir darfst du ruhig skeptisch sein. Bei mir darfst du ruhig skeptisch sein. Mit skeptisch kenne ich mich sehr gut aus. Mit skeptisch kenne ich mich sehr gut aus. Du kannst auch von Glück sagen, dass du an mich geraten bist. Da kannst du von Glück reden und von Glück sagen, dass du an mich geraten bist. Wie wäre das für den kleinen Ralf, wenn er das jetzt von dir hört? Ja, das findet er, ja, da lässt er schon los, da lässt er schon mehr los und legt sich sozusagen so mit dem, quasi so mit dem Rücken an mich dran. So, als ob er sich so ein bisschen ausbreitet und sagt, so jetzt kann ich mich aufmachen. Und wie geht's denn dir, wenn es dem kleinen Ralf bei dir so richtig gut geht? Dann entspanne ich mich. Dann ich merke, dass ich loslasse, dass ich lassen werde. Also Ralf, das ist was Geheimnisvolles, aber es scheint, dass viele Probleme sich von selber lösen, wenn es dem inneren Kind gut geht. Ja. Und warum ist das so? Wir sehen ja immer wieder, dass man mit seiner Energie unterwegs ist, da wo man gar nicht zuständig ist, wo man auch gar nichts bewirken kann und nur frustriert ist. Ja. Und dann verliert man die Energie, man ist frustriert und enttäuscht und verwirrt und dann hat man auch gar keine Energie mehr für sich selber. Und das hört jetzt alles auf. Immer die grüne Figur zu Rot und Gelb und schau mal, wie fühlt sich das an, wenn die Reihen jetzt alle mal zusammen sind. Wow, das ist Kraft, Liebe, Dasein, das ist himmlisch. Ja. Himmlisch fühlt sich das an. Das bist eigentlich du, das ist dein Potenzial. Wow, ja. Da bist du vollständig in dir selber und um vollständig zu sein, brauchst du weder einen Beruf, noch eine Partnerin, noch ein Kind. Du bist in dir selber schon vollständig. Genau. Natürlich ist ein Beruf, eine Partnerin, ein Kind ist wunderbar, aber nicht um vollständig zu sein. Das ist ein entscheidender Unterschied. Wow, da ist alles. Und dann werf mal einen Blick auf deine Mama, auf deine Mutti. Wie geht es jetzt deiner Mutti, wenn sie sieht, dass du so bei dir angekommen bist? Gut. Es geht ihr gut und sie kann mich auch gut lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Mutti dir da auch einen Segen geben würde jetzt für deinen Weg. Ich denke ja, gerne. Das würde sie gerne machen. Und ich könnte das formulieren so für dich, wenn das für dich gut ist. Ich mit der blauen oder mit beiden? Soll ich das formulieren für dich? Gerne, ich kann auch, ja. Die Mutti könnte sagen, Ralf, ich gebe dir gerne meinen Segen. Liebe dein eigenes Leben. Ja. Liebe deine Würde und deine Kraft. Liebe deine Liebe und deine Lebendigkeit. Du bist frei. Ja. Und dann könntest du dich umdrehen und die drei Figuren gehen jetzt in die andere Richtung, so einen Schritt ins Hier und Jetzt. Nochmal über die Grenze. Genau. Und jetzt spür mal nach, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt so im Hier und Jetzt ankommst. Super. Die Verwirrung und der Schmerz der Vergangenheit liegt alles hinter dir. Es gibt eine Tür, du könntest zurück, aber du musst gar nicht. Nee, die Vergangenheit, die ist vergangen, ist alte Scheiße. Damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Ja, so können wir es stehen lassen. Wow, ja gut, das war wieder so eine Überraschung. Also ich habe mit allem Möglichen gerechnet, aber ja. Wow, was für eine Reise. Es war für mich auch sehr schön, dich zu begleiten. Und ich beende jetzt die Aufzeichnung.